Hallo zu unserem neuen YouTube-Video. Aldi hat neue Steaks rausgebracht, die mega authentisch aussehen. Und wir werden heute probieren, ob die auch so authentisch schmecken, gell? Genau. Dann machen wir einen Taste-Test. Wir grillen die, probieren sie, zeigen euch das auch die Nährwerte und alles. Also es wird ein ausführliches Produkttest-Video. Und dann darf der Fabian euch noch vom letzten Jahr die Spieße vorstellen, die es dieses Jahr auch wieder gibt. Genau, das sind die Wonder-Spieße. Die waren eigentlich auch schon relativ lecker und haben gut geschmeckt. Da gibt es 4 Sorten von denen. Es gibt noch Curry und Teriyaki. Genau, aber jetzt testen wir die neuen Varianten. Aber zuerst zeigen wir euch die mal, damit ihr die gleich noch in der Verpackung seht und wisst, wie schauen die aus, wenn ich sie im Laden sehe. Ich fange an mit der Sorte, die ich am krassesten finde. Genau, schaut euch mal das an. Wahnsinn. Also ich bin direkt erschrocken im Laden, wo ich die gesehen habe, dass sie echt so krass aussehen. Ich habe die nämlich bei Instagram gesehen, dass es die jetzt gibt. Und ja, dann wurden die gleich gekauft. Ich zeige mal noch kurz die Zutatenliste. Ist ja für viele auch interessant. Könnt ihr einfach kurz stoppen. Dann gibt es noch vegane Kräuter. Schaut auch sehr authentisch aus. Grillsteaks. Die finde ich jetzt, die schauen am vegansten auf jeden Fall aus. Ja, stimmt, da dachte ich mir auch, die sehen echt am vegansten aus. Die sehen jetzt am unauthentischsten aus, aber immer noch sehr gut. Und außerdem, im Grunde ist ja egal, wie das Zeug aussieht. Hauptsache es schmeckt, wegen mir könnten die so in Sternenform pressen. Ne? Naja, auf jeden Fall, wir fangen jetzt an mit dem Grillen. Ich habe dazu ein Baguette gekauft und ja, dann sehen wir uns gleich beim Braten. Wir öffnen jetzt die Packung jetzt zusammen und fangen den ersten Geruch ein. Das sind jetzt die Chili. Riechen. Man riecht auf jeden Fall, dass sie vegan sind. Also, das riecht man, gell? Das riecht auf jeden Fall so nach Soja-Ding, Soja-mäßig. Okay, die Barbecue riechen überraschend einfach nur wie Barbecue-Soße. Mach mal das bitte noch auf, ich kann das immer nicht. Ich finde, die riechen ein bisschen wie eine Ramensuppe. Schatz, gell? Die riechen wie eine Ramensuppe. Oh ja, die riechen wie eine Ramensuppe. Das ist echt krass. Genau, und jetzt sehen wir uns gleich, wenn wir sie anbraten. So, wir tun jetzt die Sachen in die Pfanne und von jedem eins, dass das alles schön gleichzeitig gebraten kann. Zeig's mal vielleicht noch kurz von der Erde. Warte mal, ich überlege, ob wir da noch Marinade einfangen, aber ich denke, das reicht so. Das ist jetzt Barbecue. Oh, schau, pass auf, dass der Boden sich nicht am Öl brennt. Oh, das geht ein bisschen weg. Jetzt ein Taste-Test, stimmt's, Boris? Der Taste-Test kann beginnen. Erstmal müssen wir es gebraten zeigen. Ach so, ja. Also ich habe jetzt einmal das Chili und Barbecue. Und ich habe das Hühnchen und das ist das, was am veganesten aussieht, oder? Wildpfeffer, glaube ich. Ja. Und genau, ich habe extra nur einmal Gabel und Messer, damit der Fabian mir nicht alles weg. Also ich glaube, die zwei Sorten, das soll ja extra Hähnchen sein und das soll halt wie Schweinefleisch sein, oder? Ja. Denke ich. So, wir probieren das zuerst. So sieht's aus. Mhm. Das ist richtig geil. Nochmal ein kleiner Tasterer, damit ich mir sicher sein kann in meinem Fazit. Schmeckt auf jeden Fall richtig würzig. Sehr authentisch. Aber ich muss sagen, die Grillspieße von letztem Jahr schmecken mir jetzt im Vergleich zu dem jetzt besser. Echt, findest du? Finde ich schon, ja. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Das ist halt was anderes, Grillspieß oder jetzt dieses Steak hier. Dann machen wir als nächstes das Chili-Schnitzel. Also das ist Hähnchen? Hähnchenart. Willst du zuerst probieren, Schatz? Ich schneide uns 2 Stücke runter. Ach so, okay. Oh, Entschuldigung, Boris. Das schaut auch von innen relativ hähnchenartig aus. Ja. Oder willst du es erst probieren? Eigentlich. Aber wir müssen das andere noch bewerten von der Skala von 1 bis 10. Ich muss aber probieren, ich habe schon wieder vergessen, welche Punkte ich da geben würde. Also ich würde dem ersten, dem würde ich eine 5 von 10 geben. Finde ich zu würzig und schmeckt mir irgendwie. Ich finde es schon geil, ich gebe dem eine 10 von 10, probiert es unbedingt aus und schmeckt richtig Hackfleisch. Ähnlich. Das finde ich jetzt alles so gut, ich finde die Textur war bei dem anderen viel besser. Das ist ein bisschen weich, aber das vom ist Geschmack sehr weich. Her. Vom Geschmack her ist es gut, aber es ist von der Konsistenz her viel zu weich. Schmeckt wie ganz weicher Tofu irgendwie. So, als nächstes machen wir
das Barbecue-Schnitzelchen. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Willst du es erst probieren, Schatz? Schauen wir mal, wie die Konsistenz. Also von innen schaut es auf jeden Fall schon fleischig aus. Also ich finde, das ist jetzt das Beste von den bis jetzt anderen zwei. Ich finde, es ist zwar ein bisschen zu würzig, aber dem würde ich jetzt eine 7 von 10 geben. Also ich finde, es schmeckt komplett nach Barbecue. Es schmeckt da eigentlich fast nichts anderes raus. Und würzig sind die alle sehr. Mhm. Wenn man Würziges mag, ist auf jeden Fall gut. Ich gebe ihm eine 9 von 10. Wie gesagt, ich finde, es schmeckt eigentlich fast nur nach Barbecue. Und Barbecue ist ja eigentlich nicht schlecht am Grill. Ne? Von dem her kommen wir zum letzten. Sind wir schon beim letzten. Kräuter. So schaut's aus von innen. Danke. Mhm. Das ist auch weich. Also das ist nicht so fest, es hat eher eine weiche Konsistenz, aber geschmacklich finde ich das auf jeden Fall besser als das. Und ja, ich würde dem eine 7 von 10 geben. Ich würde dem auch eine 6 von 10 geben. Also ich bin jetzt nicht so überzeugt von den ganzen Sachen. Ich finde, das sind die Grillspieße von letztem Jahr besser, solider. Haben eine bessere Konsistenz und ich finde, man kann es nicht so vergleichen, weil die Grillspieße ist ja was komplett anderes, als ob ich jetzt im Grillspieße habe oder ob ich so Steaks habe. Von dem her, ich finde, beides hat auf jeden Fall so die Daseinsberechtigung. Und ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen, am ehesten noch die das finde ich, also die finde ich auf jeden Fall besser. Barbecue und Pfeffer. Genau, die Steaks, die finde ich auch besser als diese Filetstücke. Die Hähnchen sind nicht so gut. Die sind von der Konsistenz, also vom Geschmack her. Ja, wir haben sie jetzt aber auch pur und alles gegessen. Vielleicht im Brot oder so. Ja, aber ich finde, dass sie relativ würzig sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch mit Ketchup die isst oder so. Dann so, wir probieren die noch kurz mit Mayo. Hier. Nee, wir probieren sie kurz noch mit heller Gewürzketchup. Die Mayo ist übrigens auch eine ganz klare Empfehlung. Ich probiere mit Mayo und du mit dem heller Gewürzketchup, oder? Aber ich glaube, das ist halt dann zu würzig fast. Ja, macht es auf jeden Fall schon besser mit ein bisschen Soße, aber... Ja, ich meine, wer isst denn sowas ohne Soße eigentlich? War unser Fehler. Mit Soße auf jeden Fall natürlich nochmal besser. Ja, probiert es auf jeden Fall mal aus und könnt euch dann ja ein eigenes Urteil bilden. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich es mir jetzt nochmal kaufen würde, dann würde ich eher auf die Spieße zurückgreifen. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, die Spieße gibt es ja auch in 4 Sorten. Ich würde beides kaufen. Ich würde eine Mischung aus Spieß und Hähnchen wollen. Eben halt, die. Was habe ich gesagt? Ja, das Hähnchen. Ja, das Hähnchen würde ich aber auch wieder. Also ich finde es geil. So, ich portioniere jetzt noch unsere Hälften, weil wir teilen uns das jetzt natürlich noch und essen das jetzt in Ruhe fertig. Wenn ihr das schon probiert habt, dann schreibt auch mega gern mal, wie ihr das findet und wie eure Bewertung ist. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden diesen Grillsommer, welche guten Produkte noch so auf den Markt kommen, oder Schatz? Genau. Oder hast du noch irgendwas gesehen, was auf den Markt kommt bald? Ich glaube aktuell... Ja, auf jeden Fall gibt es relativ viel vegane Kräuterbutter. Aber ja, ist jetzt nichts Besonderes, wir hoffen eigentlich auf jeden Fall auf noch mehr Steak. Genau. Also dann, lasst gerne ein Like da. Und einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.